So, hallo zur nächsten Aufnahme von The Fall of Gondolin. In der letzten ging es um schlechtes Englisch von mir und um den Maeklin, den wir jetzt gerade suchen müssen. Er ist nicht auf diesem Markt, sondern am großen Markt. Der wäre dort hinten. Ich habe hier kurz pausiert. Die Folge war dann 18 noch irgendwas lang. Weiß nicht, wie lang diese wird. Die ist jetzt gerade einmal ganz kurz hinten dran gehängt. Und dieses Gebäude sieht ziemlich verlockend eigentlich aus, dass ich da mal ganz kurz mich so reinschleiche und mal gucken will, ob da irgendwo eine Kiste drin steht. Das sieht ein bisschen verdächtig aus, weil das nicht einfach so gekopiert zu sein scheint. Türruf. Kiste. Nixe. Okay, dann halt nicht. So viel nach oben. Obwohl, na, ich schaue mir das gerade mal an. Wir sind ja auch hier ein bisschen die Map zu erkunden. So ist es ja nicht. Wir wollen ja nicht ganz kurz nur durchschauen nach der Story. Weil die Notes, wir hauen die Notes ziemlich schnell durch. Ich habe eigentlich gedacht, das wird ein bisschen länger dauern. Nix. Auch gar nix. Wir hätten vielleicht mal so ein paar Sachen immer so reintun können. Aber nein. So, dann gehe ich einfach mal geradeaus hier weiter. Oder, ja, okay. Diagonal geradeaus in dem Fall. Dawson Schorf. Und, oh, jetzt ruckelt es gerade. Frame Ruckler. Volkskrankheit der Let's Player. Okay. Das scheint ein Schwimmbad. Nee, kein Schwimmbad. Das sah gerade so aus. Egal. Ich düse mal in Richtung des Markts. Ich habe auch schon die Notiz geöffnet, sodass es jetzt ein bisschen schneller geht. Es sieht zwar alles sehr ähnlich aus, ist aber, glaube ich, doch ein bisschen verschieden, wenn man sich das hier... Also, naja, gerade... Ja, okay. Mal sehen. Und hier vorne ist jetzt der große Markt. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwo noch mal Eklen Ausschau halten. Der Typ soll irgendwo hier rumstalken. Stonemasons. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Weil, pass auf, die Sache ist ja mal so, ich werde das auch, glaube ich, im normalen Let's Play von mir sagen, weil nicht jeder meinen Zweitkanal schaut. Man ist ja immer nur eine Person, hat wirklich sehr, sehr viele Zuschauer und man selbst ist natürlich nicht perfekt in diesem Fall und kann auch nicht alles wunderbar 1A hinzaubern. Und ich gehe mal gerade in den Shop und raub den gerade mal aus. Oh, zwei Bilder sind drin. Painting. Ach komm, nehme ich mal mit. Was ich nicht brauche, kann ich wieder rausfeuern. Oh, und den Fisch, der war nützlich. Ja, man ist halt nur eine Person und dann auf einmal, wenn man halt einen Fehler reinhaut, von mir aus merken den oder kriegen das die ersten 100 Leute nicht mit. Aber der 101. Der kriegt's mit, postet's einmal. Das ist halt so, da muss man rechnen. Ich bin, wie gesagt, nur eine Person und ihr seid viele. Und wenn einem was auffällt, dann wissen das oder sehen das wollen wir alle. Und, ja. Cyandai, String, ich weiß nicht. Agenda, einfach viel braucht man das Wool und ein bisschen Farbe. Ach, ich nehm's einfach mit, ganz einfach. Ist ja nicht verboten. Wir dürfen keine Blocks abbauen, aber wir dürfen Kisten öffnen und das hier nur ein Gate. Wir bauen nichts ab, wir können durchgehen. Und irgendwo hier soll der Typ rumlungern. Vielleicht da drin irgendwo, ich weiß nicht. Wie sieht das eigentlich hier drin aus? Ach, da drin sind noch mehr Shops. Oh, okay. Ich laufe einmal ganz kurz außen rum. Um diesen großen Market. Hier geht's raus oder nochmal irgendwo. Ach, geht's immer nach oben. Ja, oder nicht ganz außen rum. Man kann auch hier rein. Oh, schaut euch das mal an hier. Das ist doch echt genial. Okay, das Texture-Pack ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist halt 16x16 Pixel. So wie Standard-Texturen-Pack, nur ein bisschen anders. Ja. Dann Read Note Number 6. Das kann ich machen in dem Fall. Dazu muss ich ganz kurz wieder Tab switchen. Und Read Number 6 habe ich schon aufgerufen. Bevor du die Chance hast, nach Maeklin zu suchen, ein Roboter-Elf schmeißt dir ein... A Roped Elf, ein, was, a Roped? Ein, eine Robe ist ein ich glaube eine Robe halt, wie auf Deutsch, also ein Umhang, sowas in der Art, schnippst dir einen Brief in die Hand und läuft dann weg ohne ein Wort. Eine Sonne, Mond und dann, und Herz, das Königssiegel oder was, also Emblem im Sinne von, na, ihr wisst schon, Markendingens, Zeichen, so rum. Es ist in einen roten, es ist mit rotem Wachs versiegelt auf dem Umschlag. Du reißt ihn auf und ziehst vorsichtig einen gefalteten Brief mit einer krakeligen Handschrift heraus. Ah, dieses Englisch, das ist so literarisches Englisch in diesem Fall, wie ein Roman. Das ist ein bisschen anders als so, was ich sonst so lese. Elkarien. Du weißt gar nicht, wer ich gerade bin. Das wird sich in Kürze zeigen. Da ist, es ist niemand mehr übrig, dem ich vertrauen kann. Also höre vorsichtig oder aufmerksam zu. Ich habe eine Notiz, versteckt, dass meine Waren
irgendwas Purposes, oder also Let's Revealing My True Purpose, ich weiß nicht, was Purpose gerade in dem Fall heißt, dass meine Waren irgendwas darlegt oder revealed. Ich weiß ungefähr, was Reveal bedeutet. Das Dumme ist halt, ich kenne nicht viele englische Wörter, aber ich kann die irgendwie schlecht auf ins Deutsche übersetzen. Was sie bedeuten, weiß ich. Egal, ich hoffe, ihr wisst. Dass irgendwie meine Waren irgendwas vorstellen oder Vorstellungen offenlegt, okay. At the square of the Forkwell, also am Platz von Forkwell, den ich vorhin da schon mal oder in der letzten Folge mal erwähnt habe. Der große Garten im Nordwesten dieser Stadt. Der Ort dieser Notiz ist auch in meinem Buch geschrieben, das ich versteckt habe in der Bücherei in dem Haus von dem König. Also at the House of the King, also wahrscheinlich das Haus des Königs oder irgendwas. Weiß nicht, spezial aus Palast ist es ja wohl, kann es ja gar nicht sein, weil der steht in der Mitte. Ich habe es wohl versteckt in einem, ich habe es wohl versteckt unfriendly hands, wie soll man das übersetzen, um unfreundliche Typen oder unfreundliche Hände, ja, um unfreundliche Hände davon fernzuhalten in diesem Falle. Also erwarte es nicht in direkter Sicht. Viel Glück und verbrenne diesen Brief. Tenuviel. Und jetzt in Klammern, du gehst besser zu die Bücherei, neben Gar Anon, keine Ahnung, was das sein soll. Und finde dieses Buch, von dem sie geredet hat. Hä, von sie? Das ist doch... Tenuviel ist eine Frau? Okay, muss man sich dran gewöhnen. Und ich switch gerade mal wieder in Tab und warte mal da. So, dann bin ich wieder jetzt hier zur Verfügung. Und oh, jetzt habe ich wieder ein bisschen raus. So, passt jetzt? Okay. Dann würde ich sagen, düse ich mal los. BZW, schaue mich hier gerade mal ein bisschen um. Weil vielleicht finden wir hier noch das eine oder andere nützliche. Ich gehe mal kurz in die Shops rein, schau mal, was hier alles zu finden ist. Venice Vegetables. Gemüse. Haben wir auch nichts. Einmal rausgehen. Vielleicht hier vorne irgendwas im Shop. Ich brauche natürlich jede Menge Food. McGildan's Metalworks. Das heißt Metallwaren. Hoffe ich jedenfalls mal. Gold und Eisen. Und Chain Helmet. Okay, den darf ich natürlich benutzen. Ich darf mir sogar selbst Rüstung craften in diesem Falle, glaube ich. Kettenhelm in dem Fall, der sieht auch ein bisschen, naja, komisch aus, wie so ein Typ mit Schnauzbart. Oder? Typ mit Schnauzbart? Okay, jetzt habe ich das Kreuz in der Mitte, oder wohl? So? Okay, ist ein Helm. Nur eine Rüstung, ein bisschen wenig, schade. Was haben wir hier noch im Angebot? Weldorgers Baskets. Okay, falls das richtig ausgemacht ist. String, ich habe hier String, Bogen. Ich könnte theoretisch noch einen Bogen craften. Ich glaube, Waffen und Rüstung darf ich craften. Das steht in den Regeln drin. Wenn nicht, dann schreibt es drunter, bitte. Jetzt, weil ich jetzt gerade nicht nachschauen kann und ich es dann wieder vergesse wahrscheinlich. Dann. Hier noch mehr Kisten. Und, oh, hier, warte. Rose Red und Lapis Lazuli. Ach komm, wofür braucht man den Bockmist? Für gar nichts. Achso, Blöcke darf ich sowieso nicht platzieren, das heißt, die Wolle kann wieder raus, Dandelion, Rose Red und die Farbe kann auch wieder raus. Blöcke stimmt, ja, darf ich ja gar nicht platzieren. Und hier, was haben wir noch im Angebot? Hier haben wir Feyarkans Fruits. Feyarkans Fruits, okay, ach, diesen Namen ist ja furchtbar. Ein Apple. Und eine Melon, okay. Und, warte mal, war ich hier schon drin? Shellfish? Ne, ich glaube, ich war noch nicht bei Shellfish. Ja, Rawfish. Okay, noch einen. Shellfish, ist Schollenfisch oder irgend sowas in der Art. Glaube ich jedenfalls. Hoffe es zumindest. Dann im Nordwesten, wenn das unten Süden war, ist Nordwesten in diesem Falle dort oben direkt, irgendwo anders in der Pampa. Ich hoffe es gerade mal. Ich schaue mir gerade mal ganz kurz die Map an. Ganz kurz, bisschen Dingensen. Aufgeht. Wo haben wir denn hier den... Great Market, nein, den Falcons oder irgendwas. Square of Forkwell, okay. Da ist der, ich sehe ihn, aber das, ja doch, ist Nordwesten. Ja, ich muss dann zum Palast zurück eiern. Und kurz Tab wechseln, okay, dauert ein kleines bisschen nochmal. Ganz kurz, hier ging es raus, das heißt, ich muss in diese Richtung zum Palast und dann nochmal in eine Diagonale rein. Also die Stadt ist ziemlich groß. Und ja, es wird wieder dunkel und ist leck gerade. Nee, jetzt nicht mehr. Ich könnte theoretisch nochmal ganz kurz einen Checkpoint, einen Stopp machen. Mache ich auch gerade mal. Ich will es einfach mal ganz kurz da rein noch. Ja, das war gerade ein Schnitt. Ja, ich weiß. Mal das Schaf gesehen, ist reingejumpt auf einmal. Das
gerade so ein Bild gelaufen, dann ist wieder gestartet, dann ist wieder rein. Ich laufe ganz kurz mal nach vorne und penne kurz in meinem Checkpoint. Lauf, 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 lauf. Und hat sich da gerade schon die Hungerzeige, hat sich wieder aufgeladen. Nee, kann ja nicht sein. Da geht's rein und hier drüben solche Wurst auf welcher Seite ich hoch, ich jetzt hier wieder hoch. Und ganz kurz pennen, damit ein bisschen wieder hell ist und dann kann ich auch diesen Platz oder von Forkwill oder auch Forkwill, so heißt halt der Platz, mir genauer anschauen. Bei dem Texturenpark ist es, ja, weiß ein bisschen komisch, vielleicht hätte ich, ich könnte lustigerweise vielleicht mal meins ausprobieren. Mache ich auch gleich mal. Doch, ja, doch, ja, doch, das wäre interessant. Ganz kurz, Checkpoint. Und pennen. Ja, und ich probiere gleich mal ganz kurz eine Sache aus, nämlich Texturenpack-Switch, wie das Ganze dann aussieht. Vielleicht sieht es ein bisschen besser aus. Und so, dann probiere ich das Ganze mal aus. Nur, hehe, ja, okay. Standard. Ach, das sind Spindenfäden für die Fackeln, okay. So wie es aussieht, ist das eine beschissene Idee. Ja, okay, mit den Texturenpacks da sieht es besser aus. Ja, mit Kühlschränken an der Wand hängen. Ist auch ein bisschen albern. Das ist, glaube ich, Schwamm oder ähnliches. Müssen Schwämme sein. Und der Baum ist irgendwie rot anstatt grün. Okay, okay, fail, fail, fail. Ich switch wieder ins alte Texturenpack. Okay, 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 da bin ich wieder. Ich habe auch nicht geplant, das darauf zu halten, weil es ja vorgeschlagen wurde, mit dieser Map, also mit diesem Texturenpack zu spielen. So rum. Ich gehe einfach mal wieder nach unten, 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 unten. Und warte mal, ich glaube noch eine Etage, ja. Und dann Richtung den Platz auf Norfolk. Was ich mir natürlich wünsche von euch ist Feedback bezüglich des Gameplays, beziehungsweise nicht scannen, McAfee. Das ist auch, ob es interessant oder spannend ist, weil ich finde das Texturenpack ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weil ich sonst eigentlich nicht mit Low-Tech-Quali-Texturen spiele. Das ist ja 16x16, also 64x64 eigentlich immer so normal Standard bei mir. Was ich persönlich so besser finde. Okay, okay, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Einfach mal so schreiben, was ihr dazu denkt. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Haut's einfach raus. Aber bitte nicht mich. So, dann der Platz müsste übrigens gleich schon hier vorne sein. Also nicht mich hauen. Hier in etwa, genau. Und ihr müsst auch gleich eine Kiste irgendwo rumgammeln, könnte ich wetten. Aber das ist auch really nice gemacht. Und Brücke. Die Frage ist jetzt, wo die Kiste ist. Das ist jetzt der Place of Norfolk oder sollte es zumindest sein. Haben wir denn eine Kiste im Angebot? Nee, haben wir nicht. Oho, ein Geheimgang. Achso, wir müssen hier vielleicht was reinwerfen. Sag das doch gleich, ich komme nicht mehr raus. Fail. Fail, fail. Ja, erstmal reinspringen, genau. In diesem Ausnahmesituationsfall muss ich gerade halt mal hier doch den einen Block abbauen in einer gewissen Zeit, weil es halt sonst nicht geht und ich hier nicht mehr rauskommen würde. Ich kann ihn auch gleich wieder hinsetzen, sofern ich komplett zerblocken würde. Zerblockt komplett. Okay, ihr habt nichts gesehen hier. Gar nichts gesehen. Ich werf halt mal, was werf ich denn mal rein? Spinnenauge werf ich gerade mal rein. Und hier hat sich gerade was geöffnet, das habe ich gehört, aber ich weiß gerade nicht wo. Ach da. Okay, das war übrigens jetzt gerade nicht geplant. Eine Kiste. Und da steht, da ist das Paper drin. Read Notes Number 8. Ey, das habe ich jetzt schnell gefunden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so einfach wäre. Das war jetzt so Zufall. Ich wollte einfach ein bisschen gucken, aber gleich habe ich schon alles gefunden. Ich werde jetzt bestimmt alles abgeeiert, aber... The Place of Rest. Okay, der Platz des Ruhens. Dann lese ich gerade mal Nummer 8 durch in diesem Falle. Read Note Number 8. Falls ich irgendwo finde, wo habe ich denn? Nee, da nicht. Nummer 6, 7 habe ich gar nicht geöffnet. Noch gar nicht. Read Note Number 8. Und die haben wir da. Oh, jetzt habe ich es geschlossen. Verdammt. Und ja, es dauert ein kleines bisschen, die Fenster öffnen, wegen Dingen sind Prozessen hochgestellt und runtergestellt und Explorer ist jetzt ein bisschen langsam. Ich hatte sie gerade geöffnet. So, jetzt. Elkarien. Achso, diese Notiz ist übrigens ziemlich stark gefaltet und in Dreck geschmiert. Elkarien, du hast diese Notiz gefunden, also höre zu. Okay, wenn man eine Notiz liest, kann man schlecht zuhören, eher zu lesen. Du weißt oder du kennst mich gut. Mein Name ist Idril. In diesem Falle. Tochter von King Turgon.
Ich bedauere, I regret, dass ich dich nicht in Person treffen kann, aber die Umstände zwingen mich dazu. Ich beginne, Maeglin für etwas zu verdächtigen. Was es ist, weiß ich nicht, aber es ist definitiv etwas Falsches. Er hat zu viel Zeit alleine verbracht in den Minen bis jetzt. Oder recently, halt. Okay. Ich habe meine Männer geschickt, oder denen ich am meisten vertraue, to fetch him, okay, ich weiß nicht, zu fangen oder zu schnappen oder irgendwas. Aber sie sind noch zurückgekommen und ich fürchte mich, dass etwas passiert ist. Niemand will mir zuhören, und du bist der Letzte, an dem ich mich wenden kann, oder der Letzte, dem ich vertrauen kann. Bitte geh nach Norden aus der Stadt hinaus und folge der Straße zu den Minen. Finde ihn und bring ihn zu mir. Ich fürchte, das schreckliche Schicksal, also The Doom mal wieder, also wird er irgendwas, keine Ahnung, wisst schon, was ich meine, habe ich das letzte Mal auch nicht rausgekriegt, ich weiß nicht, was die letzte Aufnahme. The Doom, also keine Ahnung, das Elend, das irgendwas, wisst schon, was hoffentlich damit jetzt so übersetzt gemeint ist. Ich hoffe, dieses Elend, dass mein Mann mir, vorhergesagt hat, ist noch nicht bei uns. Idril, und jetzt, also Unterzeichnung von Idril, und jetzt geh aus dem Nordtor und folge der Stadt zu den Minen. Okay, kann ich tun, dazu erstmal ganz kurz, wieder wechseln, jetzt bin ich wieder da. Okay, Read Note 8 haben wir gelesen. Und dann, ist halt ein bisschen doof, man kann jetzt nicht das mitlesen, wenn ich das hier mache. Dann kann ich jetzt gerade mal weiter düsen, deshalb mehr zuhören. Gibt es noch irgendwas im Angebot, zufälligerweise? Nee, okay. Vielleicht im See eine versteckte Kiste oder ähnliches? Das wär's doch mal. Na, wer sagt's denn? Oh, eine Kiste, aber da ist gar nichts drin. Haben die vergessen? Oh, kommt schon, ist ja fies. Die haben eine Kiste reingesteckt, aber nichts reingelegt. Eieiei. Oder ist das eine Ablenkung? Hier ist noch eine Kiste. Das kann auch sein. Nein, kann nicht sein. Okay, aber das mit der Kiste war jetzt fies. Da war nichts drin. Obwohl die da versteckt ist. Und ich habe sie gefunden. Okay, dann geht's Richtung Norden aus der Stadt hinaus. Und zwar in Richtung der Minen. Und da würde ich dann Folgendes sagen, wenn ich vorne angelangt bin, ist das auch schon das Ende dieser Folge. Und ich mache dann weiter mit der nächsten Folge, wo ich dann hier einfach weitermache in diesem Falle. Dazu ganz kurz, bin ich überhaupt am Nordtor jetzt oder bin ich jetzt hier am... Ne, ist kein Nordtor. Ich stiefel mal ganz kurz hier hoch. Stiefel, Stiefel, Stiefel und ich kann gleich wieder runterlatschen, weil ich falsch bin. Na. Wird's bald was? Wie hoch geht denn das noch? Achso, das ist jetzt der Turm, wo ich drin bin. Genau, ich schaffe mir einfach mal einen Überblick und dann beende ich dort die Aufnahme. So, das ist also jetzt die Stadt. Oho, oho, man kann es also sehen. Von oben sieht sie noch echt genial aus eigentlich. Und das Nord... Oder geht's irgendwo raus? Wo ist das Nordtor? Da vorne ist das Nordtor, da muss ich rauslatschen. Dann wieder da runter und dann Richtung den Minen. Und die Map ist einfach nur genial in diesem Fall, würde ich sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier runterfalle. Ja, ganz kurz ein Überblick, Overview of the City, wenn es geht, so. Tada, okay, man sieht die nicht mal ganz drauf im Render-Distance-Bereich. Ich habe übrigens Render-Distance auf Far gestellt. Okay, dann würde ich sagen, das wäre es von der Folge. Wir sehen uns in der nächsten und bis gleich, demnächst.